G-Punkt. G-Punkt. Ehrlich? Na du, wenn die zwei nächste Folge nicht schon rummachend im Bett liegen. Oh Gott, ist das geil. Okay. Oh mein Gott. Oh. Geschrei und Zickenkrieg. Ist das jetzt nicht dein Ernst? Nein, wir machen das. Mega geil. Dass es nicht echt ist. Jetzt ist ja aber der Bachelor. Und dass das Ganze ein Fake und gespielt sei. Beeilt euch und ich freue mich. Ich hatte letztens den komischen Gedankengang, dass Tinder irgendwie das natürliche Jagen in der Natur imitiert und der Bachelor ist wie so eine Massentierhaltung. Man sucht sich das aus, was einem am besten gefällt. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Der Bachelor in Deutschland. Ja, ernüchternd. Heute gibt's wieder sehr schöne Szenen. Es wird sehr romantisch. Es wird aber auch wieder diese Fake-Vorwürfe geben wegen Michelle und dem Bachelor, weil sie sich ja über Instagram kennen. Und es wird Zicken gegeben. Es gibt von allem ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! In Berlin startet der Bachelor in seine erste Date-Woche. Heiß und zickig wird's. Die machen es einem auch echt einfach. Also die sind halt echt natürlich, sind bildhübsch und sympathisch. Da muss sie sich nur noch die beste Frau schnappen, sie einpacken und mit ihr nach Hause fahren. This is a man! Diese 17 Mädels ziehen jetzt endlich in ihre Villa ein. Oh mein Gott, Girls, ich sehe schon rosa. Oh, macht sie Kopfhörer leise. Okay. Oh mein Gott. Wir aus. Tschüss, ciao, ciao. Ja, man weiß doch nie. So bei so vielen Frauen, also kann man nie wissen, was kommt. Doch, wir wissen, was kommt. Geschrei und Zickenkrieg. Und zwar jede Menge davon. Hier ist ja keine Kamera, ne? Doch. Aha. Sicher, aber auch nur wegen... Mir scheißegal, ich bin... Melissa! Egal, dann machen wir es ohne sie. Melissa, die Bachelorette ist schon vorbei, keine Angst, die Melissa hat schon jemanden. Ich glaube, dass das schon ziemlich einfach an die Nerven gehen kann nach einer Zeit, ne? Wenn da so viele Frauen auf einem Haufen sind. Oh ja, Laura, ich bin mir sicher, dass das passieren wird. Es fängt ja langsam schon an. Bisher verstehen sich eigentlich noch alle ganz gut, bis es so ein bisschen, dass es noch ein bisschen mehr um den Mann geht. Mir kommt vor, die wollen wirklich alle einfach nur ein bisschen Action und ein bisschen Zickenkrieg, weil jeder redet darüber, dass einfach es irgendwann passieren wird, dass sie sich nicht mehr verstehen werden. Ja. Der aufregende Einzug in die Luxusvilla ist erst wenige Stunden her. Luxusvilla? Naja, schaut irgendwie aus wie eine gammelige deutsche Version vom Weißen Haus. Da steht bereits das erste Date ins Haus. Hat's geklingelt? Nein, das war nur mein Hamster. Wenn seine Windel voll ist, dann kann er so eine Glocke glocken und dann muss ich seine Windeln wechseln. Natürlich hat's geklingelt, was denn sonst? Nachricht! Eine Nachricht? Der Bachelor schreibt einen Brief an die Damen. Ich hoffe, ihr habt euch gut eingelebt. Mit dir will ich heute noch hinaus. Michelle G. Punkt. G. Punkt, ja. Da hat sie den Satz schnell noch zu Ende gebracht. Hehe, ja, super. Boah, was ne Bitch. Was hat sie gesagt? Der Wagen vor der Tür wird dich zu mir führen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich, Nico. Also, die Michelle hat ein Date, die Frau, von der ich denke, dass sie gewinnen wird, weil sie halt auch irgendwie optisch wie Nico ist, nur in weiblich. Ja, es wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Bei der Konkurrenz. Genau, Michelle Nummer 2. Ein harter Kampf, aber gönn dir erstmal was Schönes zum Essen. Ich würde es so auch machen. Ich würde ständig am Essen sein in so einer Show. Ich bin auf jeden Fall ein glücklicher Mensch. Ich bin auch zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Ich bin auch super glücklich. Vor allem in der Position hier. Mega geil. Wenn ihr mich außerdem unterstützen wollt, könnt ihr gerne unter dem Video auf den Abo-Button drücken. Dann verpasst ihr auch Folge 3 nächste Woche nicht. Oh Gott. Schön, dich zu sehen. Du strahlst mega. Ja. Ich hoffe, du strahlst gleich immer noch. Wir haben ein bisschen was vor. Und einfach so eine random Info zwischen Reihen. Letzte Woche, bevor Folge 1 im TV ausgestrahlt wurde, hatte der Nico noch 27.000 Insta-Abonnenten. Und jetzt, am Tag der TV-Ausstrahlung, hat er schon 46.000. Hast du Höhenangst? Ja. Gut, ich auch. Wir fahren jetzt nicht in den höchsten Stock. Dann gehen wir noch Treppen. Wow. Hört ihr das Knistern zwischen den beiden? Oder ist das vielleicht doch nur der Lift? Siehst du die Rampe da hinten? Ist das jetzt nicht dein Ernst? Wir suchen es.
Es schaut auch extrem geil aus, einfach diese Plattform, diese Aussicht, dieser Jump. Wow, mega geil. Wenn du sagst, es ist ein No-Go, dann gehen wir einfach runter und ist auch okay. Nein, wir machen das. Und das ist auch mega cool, dass ihr einfach sagt, yo, wir machen das, ich mach da mit. So soll's, finde ich, sein. Ob sie auch so viel Spaß haben wird? Oh mein Gott, ich kotze gleich. Nein, bitte nicht, der Nico steht ja unten, dann... Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, das war so schlimm. Toll, die zwei haben jetzt schon mehr Körperkontakt als die Bachelorette in der ganzen Staffel in den 10 Folgen. Glückwunsch. Froh, dass du da bist. Dass ich da bin? Ja. Das wollte ich hören. Also davon werde ich noch meinen Kindern erzählen. Und nach einem reizvollen Gespräch, welches nur aus Komplimenten bestand. Mach mal kurz die Augen zu. Okay, einfach nur hören. Ehrlich? Na du, wenn die zwei nächste Folge nicht schon rummachend im Bett liegen, dann weiß ich auch nicht. Die sind ja schon full auf. Mimi, Mimi! Ach je, das Geschrei, es wird nicht weniger. Jedes Mal, wenn sie sich freuen oder wenn sie sich streiten oder wenn sie wen rufen, dann schreien sie. Diese Szene ist so fein. Ja, die wichtigste Frage, Kuss oder kein Kuss? Ich erzähl nicht. Laura ist einfach so, boah, die hatte ein Date und ich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Während die Ladies in der Villa ihrer Morgenroutine nachgehen, das ist auch so fein. Geil ist da. Gönn dir einfach ein Eis in der Früh. Wieso nicht? Zum Frühstück. Man kann mal was anderes probieren. Oh Gott, es hat geklingelt, Leute. Nachricht! Der Bachelor schreibt wieder mal. Hannah. Laura. Jacqueline. Michelle. Esther. Massendate mit Nico, aber davor. Ach du Scheiße, wo ist mein Fuß? Fuß? Oh Mädels, habt ihr meinen Fuß gesehen? Ich hab den verloren. Ihren Fuß verloren? Wie? Was meint sie damit? Ich muss diese Fußsache aufklären, weil es ist halt eine Prothese. Ach was, man sieht ja, wie sie sich einen Fuß anzieht. Jetzt verstehe ich es. Also echt bewundernswert, wie gut sie damit umgeht, dass sie keinen Fuß hat. Gerade wenn man es noch nicht kennt. Ja, das ist doch keine Schwäche. Naja, ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Auch sehr cool, wie entspannt, respektvoll und fröhlich er einfach mit den Frauen redet und ja, wie coole Gespräche einfach sind. Er scheint echt ein netter Typ zu sein. Geil. Oh Gott, ist das geil. Okay, zurück zum Massendate. Und ich würde euch gerne jetzt alle verabschieden. Und zwei von euch sehe ich gleich wieder. Ich würde gerne mit Nadine und Michelle noch ein bisschen reden. Und nach dem langweiligen Doppeldate mit den zwei Damen bleibt eine, und zwar die Michelle, noch bei ihm. Und zwar mit dir, Michelle, wenn du auch Lust darauf hast. Ja. Super schön. Also ich hatte auch wirklich nicht damit gerechnet. Nadine. Die Bachelorette 2020 hat am Ende den Leander gewählt. Und Leander war ein Freund ihres Ex-Freundes. Und der Nico kennt die Michelle über Insta. Wen wählt er wohl? Michelle hat er jetzt noch dort behalten. Oh, wow. Und bei Michelle Instagram und Nico läuft's auch ziemlich gut. Und zwar im Pool. Ganz ehrlich, also ich mag dich halt mega, ich finde es super toll. Und die Mädels in der Villa? Dass es nicht echt ist, einfach. Und der sagt einmal, jetzt ist er aber der Bachelor. Und jetzt ist er toll, denke ich mir. Die Mädels glauben, dass das Ganze ein Fake und gespielt sei, denn Nico und Michelle haben sich ja schon über Instagram gekannt, aber da ist dann nichts draus geworden. Aber jetzt finden sie sich plötzlich ganz toll. Das hast du nicht gemacht. Nee, irgendwie ist es dann halt abgebrochen. Deswegen. Und dass die Michelle jetzt am Nico interessiert ist, ist für die Mädels ganz schlimm, denn sie denken, dass es alles Fake ist, dass sie das nur wegen dem Fame macht und dass sie damit, ja, irgendwas erreichen will. Aber der Bachelor? Weil er der Bachelor ist. Mir ist nicht passiert. Wirklich nicht. Quatsch. Nein. Red nicht. Wir sehen sie alle irgendwann. Ich meine, da ist sie ehrlich. Ich kann nichts anderes sagen. Sie waren wirklich nur im Wasser, aber mehr ist nicht passiert. Die haben sich nicht einmal berührt oder so. Hallo meine Lieben, ich möchte noch so viel von euch erfahren und heute haben wir die Gelegenheit dazu. Das nächste Massendate steht an, er will echt alle auf einmal kennenlernen. Die 7 Frauen, die am schnellsten warm eingepackt in der Tür bereitstehen, sind dabei. Beeilt euch und ich freue mich. Oh je, wie viele Folgen gibt es dieses Geschrei noch? Wir sind bei Folge 2 von 10, also noch 8. Oh. Genau, Esther. Gönn dir einen dicken Teller Gemüse. Im Hintergrund steht noch das Eis von heute Morgen. Aber gut, es ist so geil.
Aber ich bin nicht dran, mir ist scheißegal. Ja, und während Essen ist die Esther in der Küche. Und mit einer von euch würde ich gerne noch den Tag ausklingen lassen. Und das wäre Anna. Und jetzt hat er schon das dritte Einzeldate in dieser Folge. Wow, er gibt Gas. Ich kann gar nicht mal Glück fassen, das muss ich gerade sacken lassen. Aber ja, das 7-Personen-Massendate war langweilig. Ich wusste schon damals mit 20, dass ich dann Vater werde. Also extrem jung. Die einzig wichtige Szene von Annas Date und was macht man mit so einer wichtigen, privaten Information? Genau, ausplappern, wie so nett. Er hat mit 21 eine Tochter auf jeden Fall gezeugt. Aber die meisten Frauen nehmen es ganz gelassen. Countdown zur zweiten Nacht der Rosen. Heute muss sich Nico entscheiden. Aber davor kommen 2 von 5 Damen, die in Quarantäne sind, jetzt an. The Queen of the Board. Immer Kopf hochhalten, sonst fällt die Krone nämlich runter. Wenn du dir schon eine Krone leisten kannst, dann kauf einfach eine, die genau passt. Dann kann sie nicht runterfallen. Wie geht's euch? Hi, wie geht's dir? Hallo. Hi. Und die anderen 15 Damen kommen jetzt auch. So, die denken jetzt, wir sind die Bitches. Nee. Die denken es wahrscheinlich, aber sie sagen es sicher nicht. Sie sind so nett. Ich will auch gleich, ich hab auch gar keinen Bock auf Fake Hi und so. Hallo. Oh mein Gott. Hi. Ah, und ich habe echt keinen Bock auf diese verschiedenen Gesichter. Erstmal so, oh, ich habe echt keinen Bock auf Streit. Ich hab gar keinen Bock auf Fake High. Und dann, hä? Oh, hey, ich liebe euch Mädels. Hi. Das sind so verschiedene Gesichter überall. Hey. Darf ich dich gleich ablösen? Ja, klar. Ich würde mich voll freuen. Ja, alles okay. Gut. Hat mich aber mega gefreut. Mich hat's auch sehr gefreut. Ah, nachdem alle Frauen schnellstmöglich wie am sehr flüssigen Fließband. Ich will euch nicht crashen, aber irgendwie muss ich. Kann ich rumgehen. Ja. Und das Ei klingelt. Kennenlernen kann die nächste. Hallo, darf ich dich auch einmal. Ja, alle durchgenommen und abgefertigt wurden, darf er jetzt 2 Frauen raushauen und heimschicken. Ich würde mich gern bei euch noch verabschieden. Kein Schrott verzichten, alles gut schon. Die eine ist wohl sehr gekränkt, dass sie jetzt raus ist. Männer sind Männer. Männer sind einfach ding, ding, dumm. Diese Aussage ist einfach ding, 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 dumm. Nur weil sie jetzt gekränkt ist, weil sie nicht gut genug ist. Oh, ja. Nächste Woche bei Der Bachelor. Was mir langsam auffällt, ich werde es nicht allen recht machen können. Ein Feuerwerk der Gefühle und Chaos gibt's in Folge 3 am Freitag. Bei mir ist auch echt Gefühlschaos da oben drin. Und jetzt kommen noch neue dazu. Willst du mich verarschen, oder was? Willst du mich verarschen, oder was? Du hast noch nicht den Kanal abonniert, um das nächste Video nicht zu verpassen? Dann abonniere sehr gerne hier oben den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen, wie ich gerade schon gesagt habe. Schaut hier sehr gerne in Bauersuchtfrau hier unten in AYTO rein. Dann lasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag um 11 Uhr beim Bachelor in Folge 3. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Das war, da war die Stimme weg.